Yo, yo, yo und willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ich bin euer Firobo und ich habe ein bisschen an der Grafikschraube hier gefeilt. Und wir haben wieder ein bisschen flüssiger FPS. Ist immer noch nicht ganz so flüssig wie gedacht, aber immer ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen über 60, mal ein bisschen unter 60. Ist besser als die ganze Zeit eben nur über so an die 30 zu haben. So, du gehst mal weg. Ja, das war mein Ernst, denn ich will hier lang. Ich muss immer noch hier hin. Nein, nein, alles gut. Oh, guck mal, so. Krankenwagen steht. Alter, hier ist alles noch kaputt. Krasser Shit. Ja, es klappt wunderbar. Ah, wir können die Mission hinten starten. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, wer kommt jetzt? Ich liebe es, die Dinger zu verarschen. Oh, wer bist du denn? Ja, der verdient ordentlich. CDOS-Bankautomaten. Bitte warten, Ihre Identität. Halt die Klappe. Willkommen, Mr. Sei still. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Oh, ich hasse dich. Ja, noch was? Wie kann ich Ihnen helfen? Oh Gott, ich will Geld holen. Wonach sieht's aus? Danke für die großzügige Spende, Mr. Coleman. Was faselst du da? Ich hab nichts gespendet. Von mir aus. Ich kann's ja abschreiben. Was? Was denn jetzt? Wir wurden wegen betrügerischer Bankgeschäfte gemeldet. Bitte warten Sie. Nein. Moment mal, halt. Das ist ein Irrtum. Ich bin registrierter Broker. Ei. Den haben wir verarscht. Und aus einer mit einer Menge Knete. Gib mir dein Geld. Danke. Oh, warum ist ja alles weg? Noch mehr Geld. Ich will deine Knete. Und wir haben 4000 Follower nochmal bekommen. Nice. Dein Geld ist mir. Bitte bleib stehen, Busfahrer. Uah. Ich will dich doch nur beschützen hier. Gut, wir haben noch einen Geldautomaten anscheinend. Oh, wir dürfen jetzt hier rüber nach Oakland. Okay. Ist auch nochmal ein Quartier von uns, so. Okay, kommen wir einmal hier komplett so rum schon, das ist doch nice. Aber einen Bus will ich jetzt nicht unbedingt fahren, hast du aber wenigstens Knete dabei? Nee. Hast du leider nicht. Haben wir Punkte, die wir ausgeben können? Wir haben leider 0 Forschungspunkte, schade. Gut, wir hätten aber gerne ein Auto. Oh komm, da sehe ich schon mal ein Motorrad, das ist auch nice. Komm schon, ich muss irgendwo hin. Hey! Ui, was ist, wenn ich da durchfahre? Okay, mir passiert gar nichts. Kann ich die Motorengeräusche was leiser stellen? Die sind echt ein bisschen extremst laut. Audio. Ich kann nur Gesamtlautstärke einstellen. Wow. Das sind Audio-Optionen. Sehr krass. Boah, 4000 Meter hier. Aber das sollten wir hinkriegen. Der hat noch ein bisschen Geld für uns. Hoppala. Noch mehr Knete. Danke für Ihre großzügige Spende. Jetzt kommen wir aber hier langsam näher. Oh, das kleine. Hoppala, hier, das kleine Moped-Ding. Ich war Kampflinie, Mädchen. Auch dein Geld ist mein und deins. Danke für Geld.
Opa. La. Das wollte ich gar nicht. Ups. Das war jetzt dumm gelaufen, würde ich sagen. So, dein Geld nehme ich auch mal gerne. Und dein Geld. Deins nehme ich auch gerne. Oh, hier hätte ich runtergemusst. Oh, da sehe ich. Jemand mit einem dicken Bankkonto. Was, warum? Hä? Warum wäre ich denn jetzt verfolgt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, hä? Ach, wahrscheinlich wegen diesen scheiß Gangs hier. Was ist denn das hier überhaupt? Okay, ich habe hier gar keine Hacker-Sicht anscheinend. Echt alles teurer geworden. Meine Wasserrechnung, Kreditkartenabrechnung, Strom, Internet, mein Lagerraum, mein... Alles gleichzeitig? Ist ja heftig. Als ob sie mir bewusst das letzte Hemd ausziehen wollen. Wegen diesem Scheiß kann ich die Hypothek nicht abzahlen. Okay. Hey, ich habe gerade was mitgehört. Bei einer Frau sind plötzlich alle Ausgaben in die Höhe geschossen. Was ist denn da los? Ich suche mal die nächste CTOS-Box. Mal sehen, welche Infos die über sie und ihre Nachbarn sammeln. Gib mir Bescheid. Das ist schräg. Wir kommen nicht rein. Markier's. Ich sehe mal nach. Du meinst, selber hingehen? Mann. Das wollte ich jetzt aber nicht eigentlich. Ich würde gerne meine Mission hier weiterführen. Keine Angst, das wird wieder. Die wir müssen uns mal etwas über Ursache und Wirkung unterhalten, mein Freund. Whatever, Bitch. Ich muss hier hin. Da ist noch ein Punkt für mich, aber wahrscheinlich kriege ich den gerade nicht. Wo haben wir jetzt die... Haben wir den Song bekommen? Ne, den Song haben wir leider nicht bekommen. So, da oben. Steigt mal hier ab. Da sehe ich doch hier ein dickes Konto. Danke für Ihre Spende. Wahrscheinlich, wenn ich das hier geskillt hätte, könnte ich hier hoch. Ja, muss ich wahrscheinlich damit dahin fahren. Hä? Ich hab schon gehackt. Ja, ich muss da auf jeden Fall hoch. Es geht nur, wenn ich Punkte habe. Es ist keine Blase. Doch, sagt mein Anwalt. Du warst beim Anwalt, um über die Blase zu reden. Ich will nichts über Blasen hören. Ich will Geld verdienen. Shit, ich brauche Punkte. I need Hacker Points. Ein Hündchen streicheln, das können wir gut. Du bist ein guter Hund. Ich hab alle vier angerufen und jetzt will keiner mit mir reden. Was soll das? Erzähl was von mir, Junge. Doch, die Idee könnte Milliarden wert sein. Gestern erst. Ich weiß. Scheiße. Verdammte Scheiße. Bleib ruhig. Wie soll ich da ruhig bleiben? 2 Jahre für die Katze, deine 8-Millionen-Evaluierung. Das reicht mir langsam, ey. Und unser Auto ist weg. Nice. Nee, doch nicht. Da liegt's ja. Ich bräuchte Hacker-Punkte. Wie viele Punkte fehlen wir uns denn noch bis zum Level-Up? Wisst ihr was, dann kriegen wir 6 Punkte. Wo war das denn? Das war... Das hier? Nee. Bastelei, Forschung. Da, das war das. Brauchen wir 2 Punkte für. Schauen wir mal, ob die 2 Punkte eben zusammenkriegen. So. Da oben und dann was zu mitnehmen noch.
kann einfach das Ding hier wieder auf- und absteigen, okay. Okay. Ich das Ding irgendwie hier hinten. Okay, ist Sperrgebiet. Okay, ich muss also da hinten hoch. Da noch jede Menge zu mitnehmen. Okay, dann nehmen wir uns mal eine Waffe raus. Ist das hier ein Kopf? Komm ich auch nicht lang? Muss ich jetzt einmal hier komplett außen rumlaufen oder was? Steck mal die Waffe weg. Du kannst doch nichts nachweisen, ne? Der Typ. So. Jetzt die Frage, wollen wir mit einer nötigen Brutalität vorgehen? Was geht denn jetzt ab? Warum rastet der so aus? Schon ausgeschaltet. So, wir haben noch die zwei mit der normalen Pistole. Doch drüben ist doch was. Nicht mit mir. Hallo? Wow, nicer Move. Es kommen jetzt leider die Cops. Das finde ich wiederum nicht so nice. Da können wir was mitnehmen. Oh fuck. Na, ah, sie haben mich trotzdem gesehen, scheiße. Shit. Oh fuck. Oh fuck. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ah, sie beschießen mich. Warum? Ich laufe ja nur rum. Ist da ein Auto? Was ist? Ich dachte, ja, das wäre Jesuit. Nein, ich bin nicht verdächtig, bitte. Verdächtiger wieder in Sicht. Sind an ihm dran. Ihr Mörder hier. Das ist Polizeigewalt. Macht ihn endlich unschädlich. Jetzt werden wir ein Wahnsinniger. Ich mach gar nichts, ihr Arschgeigen. Ich bin einfach nur hier am Chillen. Ach, verdammt, hab ihn verloren. Woher weiß er, dass ich hier bin? Das finde ich ja mal asozial hier. Naja, geh weg. Komm. Lass mich in Frieden. Kommen hier oben noch welche? Schaffen wir nicht. Naja, geh weiter, genau. Ich bin gar nicht hier, genau. Wieso läufst du so geduckt? Ne, ich will keine... Marcus, Primate hat Daten von uns in die Finger gekriegt. Fuck, wo sind sie? In einem Auto, sie fahren schnell. Und Marcus, irgendjemand verfolgt sie. Ich schätze, jemand will das, was sie wissen. Ich suche mir was Schnelles und schnapp sie mir zuerst. Marcus, sie entkommen. Du musst schneller fahren. Jo, ich bin dabei. Warum werde ich jetzt beschossen? Hä? Ich will die doch nicht haben. Bis sie jetzt alle hier langlaufen. Wer schießt hier? Schießen die auf mich? Das ist immer noch da. Gebt euch gefasst!
gegenseitig Deckung. Kill ich euch jetzt einfach, ist mir doch egal. Seid ihr denn alle so aggro hier heute? Was ist denn los mit euch? So, wir müssen, um das zu machen, zu kriegen, müssen wir auch hacken können. Toll. Können wir nicht lang? Das ist doch nervig. Und hier will ich rein, aber das Ding ist natürlich da oben. Wie komme ich jetzt da oben hin? Weil die Drohne kann ich ja nicht benutzen. Hier, die kann ich ja nicht dafür verwenden, oder? Kann ich einen Weg hier, kann ich irgendwie einen Weg hier hoch finden? Schauen wir uns mal um. Sperrgebiet, ja. Können wir hier mit dem Jump hier irgendwie lang? So ein kleines Hindernis-Parcours-Ding. Können wir irgendwie mit Jump hier rein? So, interessant, ne? Schon mal nicht. Ja, hier können wir hochklettern, das ist klar. Hier kommen wir nicht rein. Und dafür bräuchten wir da. Ach man. Okay, warum ist jetzt hier plötzlich ein Typ? Ach man. So, haben wir jetzt alle erledigt. Das Ding kann ich auch nicht checken. Ist ja jetzt lachhaft, oder? Genau, das Ding brauche ich, um auch hier reinzukommen. Ey, brauche ich für alles jetzt hier Punkte? Ist doch nervig. Boah, hier könnte ich auch einen LKW benutzen. Das ist irgendwie so gerade so richtig irgendwie idiotisch. Das macht man gerade. Alter, wie laufen denn hier hin? Was soll ich denn sonst anderes machen, bitte? Erklärt es mir. Ich schiebe überhaupt überall da rüber. Das ist die Frage, oder gehe ich denn irgendwie hier hin? Das passt auch nicht. Ich einfach alles kaputt fahre. Lalala. Na, ich muss andersrum, okay. So. Ah, so darf ich nicht hoch, oder wie? Na, geht doch. Und er steigt auch aus, Gott sei Dank. Ich hatte gerade gedacht, so scheiße, jetzt steigt er bestimmt nicht aus. Aber... wir glitschen uns schon wieder fest. Das ist doch nicht euer Ernst. Mensch, Spiel! Ihr wollt mich doch verarschen. Na gut, dann müssen wir halt... was haben wir denn da? Ach, hier ist Alaska Island. Alaska Island, sage ich schon. Jetzt kriegen wir dafür eigentlich Follower-Punkte. Plus 1300 Follower. Blue Arena. Ah, hier gibt's Kleidung, okay. Autoladen. Ja, da komme ich auch nicht ran, ne? Muss dafür hacken können. Dann machen wir halt die Schnellreise hier hin. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann nichts anderes machen. Das ärgert mich selber. Aber ich klatsche mich so oft hier fest. So. Können wir mit den Leuten hier reden? Hinter den Kulissen geht es verdammt krass her.
Das weißt du, sonst wärst du nicht hier, oder? Kann man so sagen. Okay, wir haben dich hier. Follower laden unsere App. Wir machen das Zeug publik. Wird schön, endlich mal zu sehen, was zum Geier da los ist. Okay. So, ja, hier gab es auch noch was zu tun. Das kann ich auch mal eben machen. Das zeige ich euch noch eben schnell in der Folge hier. Wir starten hier einen Quadcopter. Da muss ich rein. So, hier. Hier haben wir einen Schlüssel. Mensch, Mann. Was soll man zu dem sagen? Da läuft ein echt kranker Scheiß. Gern würde ich sagen, dass sich unter der harten Schale ein sensibler, charmanter Typ verbirgt. Aber ich glaube, dass der abgefuckte Freak immer durchkommt. Ich weiß gar nicht, wer ihn rekrutiert hat. Er tauchte einfach in lokalen Hackerspaces auf und baute seine Zerstörungswerkzeuge. Am Anfang dachte ich, dass er sich zu viel Mühe gibt. Oh, das war schon gar nicht. Könnt ihr einfach mitnehmen? Nehmen wir einfach mal mit. Wir nehmen nämlich den kleinen Jumpy hier. Der ist, glaube ich, besser dafür geeignet. Ja, mit dem können wir die Sachen mitnehmen. So. Dann haben wir das hier und da war aber noch irgendwo was. Genau hier. Hier ist aber nicht hier drin. War da noch irgendwo was? Bin ich blöd. Haben wir das Audio-Log da hinten schon? Josh entdeckt. Anti-CTOS-Videos auf Envite zu posten. Der Junge läuft mit einer Plastik-Halloween-Maske herum. Ein Totenkopf. Aber der allerbilligste Totenkopf, den er finden konnte. Man sieht durch das Ding seine Augen. Ein absolutes No-Go in Sachen Profiler meiden. Er hat seine Stimme verzerrt, benutzt aber noch dieselbe Ausdrucksweise. Josh ist ein hochfunktionaler Autist. Er hat... Reden wir über Sitara. Sie leitet DedSec in der Bay. Das können wir auch schon. Ich hätte gern was über... Ah, da. Was soll man zu dem sagen? Da läuft ein echt kranker Scheiß. Virtual Reality. Dann würde ich sagen, dass sich unter der harten Schale ein sensibler, charmanter Typ verbirgt. Aber ich glaube, dass der abgefuckte Freak immer durchkommt. Ich weiß gar nicht, wer ihn rekrutiert hat. Er tauchte einfach in lokalen Hackerspaces auf und baute seine Zerstörungswerkzeuge. Am Anfang dachte ich, dass er sich zu viel Mühe gibt, dass er ein FBI-Spitzel ist oder so. Aber kein Agent würde so selbstmörderische Stunts wie dieser Typ abziehen. Die Wahrheit ist wohl, dass Ranch auch bereit ist zu sterben, dann aber mit einem lauten Knall gehen will. Und trotzdem bin ich froh, dass Ranch auf unser... Ja. Jetzt noch gerne die Waffe hier. Oh Leute, für die Sniper ist auch ganz geil. Ich glaube schon über die Sniper. Ich habe in Western Watch Dogs 1 bin schon mit der Sniper umgelaufen.
So, hier haben wir verschiedenste Lackierungen. Den Taser. Können wir da noch was machen für? Nee. Okay. Dann reden wir mal die, ja? Mission ab. Yo, Marcus. Hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsehen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver! Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normaler KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyberdriver! Actionheld vom Feinsten! Sprechendes Auto! Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Ja, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. Hackerfilme werden eben gehackt, alles klar. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Okay. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also, haut rein. Ciao, ciao. Pull down your pants. I know it hurts.